Hallihallo Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play The Hunter. Dieses Mal Saison 2016 Start und bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Kommen wir gleich erstmal zu der Entschuldigung, die ich euch mal wieder schulde, weil ich nicht so aufnehmen kann, wie ich es wollte. Vor Weihnachten hatte ich nämlich noch viel zu tun von der Uni aus und da hatte ich keinerlei Zeit, um irgendwas aufzunehmen. Und Weihnachten und Silvester über war ich nicht da. Da hatte ich nur meinen Laptop zur Verfügung und der hat nicht die nötige Software drauf gehabt. Und ja, ist sowieso nicht so geeignet zum Aufnehmen. Deswegen konnte ich leider nichts hochladen, aufnehmen und so weiter. Tut mir echt leid, aber ich hoffe, ihr versteht es. Also, ich kann dagegen auch nichts machen. Aber nun habe ich ja wieder Praxisphase, da kann ich wieder so viel aufnehmen, wie ich möchte und hochladen, wie ich möchte. Das heißt, ihr werdet jetzt wieder in nächster Zeit, ich verspreche es diesmal ganz, ganz ehrlich, Videos zu sehen bekommen. Gut, heute dem Wetter draußen entsprechend eine, ja, ein Winterrevier. Hab vergessen, wie es heißt. Ich habe echt vergessen, wie es heißt. Ja, hier diese Arktisregion. Wieso habe ich vergessen, wie das heißt? Das ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich, weil wir werden es ja gleich sehen. So, und ich hatte mir gedacht, machen wir eine Kleinwildjagd. Also ich bin so auf Schneehase, Polarfuchs und Stickerhirsche. Mal schauen, was wir davon alles zu Gesicht bekommen. Der heutige Plan wird sich folgendermaßen belaufen. Wir werden hier lang gehen, hier ein bisschen lang gehen. Wir werden die ganze Küste hier oben mal absuchen. Und hoffentlich werden wir das finden. Dann können wir uns noch ausspalten. Ich muss sehen, wie weit wir kommen. Gut, zur Bewaffnung. Natürlich habe ich dementsprechend für den Polarfuchs die 32er bei. Das schönes Gewehr mit dem 12x50 Zielfernrohr. Ach, da muss ich euch gleich was zeigen. Und zwar die Munition benötigt eine Kapazität von 0,35 000 000 000 000 000 000 000 003. Also hier sind irgendwie ein paar Fehler aufgetreten. Das ist ärgerlich. Aber gut, nicht zu verändern. Gut, dann habe ich noch das Luftgewehr dabei, die 22er und ja, dieses britische Gewehr da, das ist die 303. Für größere Tiere. So, Corner Eis habe ich auch dabei. Also, ich denke mal, ich bin voll ausgerüstet. Klamotten habe ich auch an. Und ja, dann können wir die Jagd beginnen. Aber vorher möchte ich euch noch, wie schon in dem ersten Gothic-Video, was jetzt dieses Jahr gebracht wurde, einen Dank aussprechen an den guten Kumpel Joey, der überhaupt mein Kanal-Hintergrundbild sowie ein Intro für meinen Kanal zusammengebastelt hat, was ich sehr, sehr geil finde. Ist auch alles sehr gut gelungen, gefällt mir richtig gut, deswegen nochmal ein großes Lob an dir da, Joey. Vielen Dank. Gut, jetzt können wir starten. So, wie gesagt, ich werde mich jetzt hier bis die Nordküste entlang bewegen und gucken, ob ich nicht was finden kann. Gut, da war schon wieder Einbildung. Habe ich überhaupt alles bei, was ich brauche? Ja. Gut, ja. Dann geht's mal los. Also, ihr kennt es ja noch von letztes Jahr. Ich würde jetzt einfach hier diese blöden Laufpassagen rausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn etwas mehr Action hier hineinkommt. Also, bis gleich. Oh, Leute, 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 Leute. Ich habe was gefunden. Ein Schneehasen. Ein Schneefußhasen, Entschuldigung. Da vorne. Ich werde mal versuchen, mich in ganz langsam zu... Nee, da kommt der Blau. Oh, ja, ein Schneehäschen. Ich glaube, er hat noch nicht bemerkt. Deswegen werde ich mal...
Unser erster Abschuss heute. Kleine Schneehäschen. Das war gerade sehr interessant, wisst ihr. Ich latsche hier so ein bisschen durch die Wälder. Dann höre ich auf einmal so ein Pff. Dachte ich mir, das kam jetzt, glaube ich, nicht vom Charakter. Habe ich mich mal kurz umgesehen. Da kam einfach aus einer kleinen Tanne herausgekoppelt. Das war so total muffig und schön und das. Boah. Ist dann noch einer? Nee. Wow, Frame Drop. Aber wie? Ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen die Performance des Spiels verschlechtert, wenn ich das so richtig gerade merke. Ah, da ist er ja. Weil ich habe ja hier einen durchgehenden Ping von Ping Framerate von 40. Das ist sehr, sehr eigenartig. Na, ein weibliches Tierchen, davon machen wir keinen Trophy Shot. Das ist in Ordnung. Und also, das stört mich jetzt so ein bisschen mit der, ja. Mit der Aufnahmequalität dann mit der Framerate, das geht gar nicht. Aber gut, ich habe ja schon vorgesorgt für diesen. Oh. Ich habe schon für dieses Jahr vorgesorgt. Und zwar habe ich über Weihnachten einem Kumpel eine Grafikkarte gekauft und ein neues Mainboard kommt jetzt auch noch dazu. Und damit werde ich, glaube ich, dieses Framerate-Problem lösen. Vor allem, weil ich, wenn dieses Jahr Spiele rauskommen, die ich interessant finde, die ich auch Let's Playen werde, kann ich ja schon mal erwähnen, darunter zählen Far Cry Primal und Dark Souls 3. Tut mir leid, ich muss kurz einen Schluck Tee trinken. Und ja, die zwei Spiele finde ich sehr interessant, kommen im Februar, zwischen Februar und April raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mir war von vornherein klar, dass meine 580 das nicht mehr schafft. Weil sie einfach, ja, viel zu alt ist. Und ja, da ist durch einen Zufall, hat mein Kumpel eine Grafikkarte zu verkaufen gehabt und die habe ich mir dann geholt. Das ist eine GTX 780 von Aichi, so eine Herkules oder wie das Ding heißt. Die soll sehr gut sein. Die hat er auch Jahre, hat er auch schon etliches benutzt. Und die wollte ich eigentlich schon eingebaut haben, nur es ist ein Problem aufgetreten. Ich habe so eine blöde, so ein blödes Billig-Mainboard drin. Und ja, ihr könnt euch schon vorstellen, was was daraus die logische Konsequenz ist. Das Mainboard hat die Grafikkarte nicht angenommen. Deswegen habe ich mir jetzt ein Mainboard noch bestellt und das sollte dann nächste Woche eintreffen. War das nicht ein Polarfuchs, der er gerufen hatte? Tatsächlich, der Polarfuchs ist mir gerade lieber. Und mit der Grafikkarte, ich hoffe, es klappt alles so. Weil dann kann ich auch für Hunter in besserer Performance bringen, also das heißt ohne diese blöden Frame Drops. Warum auch immer die auftreten? Da kommt er, der ist gerade hinter den Tannen. Kommt da aufklären. Hier war noch irgendwas. Ich habe es eindeutig gehört. Aber gut, das wird jetzt wohl weg sein. Nachdem ich mich lautstark ja, gezeigt habe. Was gezeigt habe, ja. Und ich freue mich schon, wenn das mit der Mainboard und der Grafikkarte Mainboard alles wunderbar klappt. Dann werde ich wieder zeitlang alles spielen können, was ich will. Hahaha. Und auch aufnehmen für euch.
So, was haben wir da? Kopf, Schädel, Schulterblatt, linke Lunge, Leber. Wow. Dieser Score, das ist ja einfach unfassbar. Gut, von dir brauche ich kein Trophy. Entschuldigung. Ich weiß, du bist so lieb gewesen, aber da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Gut, zweiter Abschluss schon. Es ist ja wie aus dem Bilderbuch hier, ne? Na gut, wo auch Hasen sind, das sind natürlich auch Füchse. Und das schneit schon wieder draußen. Also jetzt im echten Leben. In der freien Natur, der Wildbahn, wie ich sie gerne nenne. Da muss ich bald wieder Schnee schieben. Ja. Schnee ist schon was Schönes. Also kann ich schon mit leben. Allerdings, wenn es auf den Straßen und auf dem Gehweg liegen bleibt, das ist doof, weil dann hat man nur wieder Arbeit damit. Wenn es überall anders liegen bleiben würde, hätte ich kein Problem damit. Das wäre dann super geil. Aber so, puh. Das ist trotzdem schön. Überlegt mir, ihr hättet im Winter keinen Schnee. Was würde denn passieren? Das wäre traurig. Echt traurig. Ist was, oder? Na, habe ich was gefunden? Habe ich was gefunden? Nee. Nein, ich habe nichts gefunden. Achso, mir ist wieder eingefallen, wie das Revier hieß. White Rhyme Ridge. Jetzt habe ich es. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht. Ihr könnt mich ja belehren. Das Baumstamm. Aber dieses Revier zählt mit zu meinen Lieblingsrevieren. Also, ist echt schön. Mal was anderes. Wenn ich es mal so nennen darf. Habe ich eigentlich hier noch? Jetzt muss ich gleich mal gucken. Volle Sichtschutz. Gut. Ja, ich werde jetzt erstmal hier wieder ein bisschen tapern und wenn ich etwas Neues über den Haufen gefunden. Doch nicht. Es sah so aus wie ein Hase. Egal. Gut, nochmal. Wenn ich was finde, was ich über den Haufen schießen kann, dann bin ich gleich wieder für euch da. Also, bis gleich. Hey, Leute, hey, da bin ich wieder. Ich habe ein Häschen gefunden, ein weiteres. Ein süßes kleines da hinten. Ist nur mit 1080p zu erkennen. Tigerhirsch. Hören Sie auch komisch an. Und zudem habe ich noch das hier gefunden. Ein kleines Dörfchen oder so. Also das ist auch interessant, weil ich bin ja hier hinten noch nie lang gelaufen. Was da mal zu sehen ist. Hochinteressant, also. So noch nie gesehen und alles. Also, boah, der Wind pfeift aber ganz schön. Wo ist denn das Häschen hin? Mehrere Häschen. Eins kann ich schon sichten. Männliches Tier. Und was ist das noch für eine Pedalunke hier? Noch ein männliches Tier. Aufpassen, dass ich die nicht verschrecke. Da hinten ist einer. Boah, das meine ich. Ich habe gerade 20 FPS, wisst ihr? Das muss an dem Graszeug hier liegen.
jetzt auf 43 Meter. Der andere, wo ist denn der andere? Ich gar nicht mehr. Okay. Müssen wir doch so machen, dass ich hier mich stelle. Jetzt sehe ich hier auch nicht mehr. Wow. Seht ihr noch was? Doppelt eine. Ah, guck mal einer. Hey, wo willst du hin? Hat er mich jetzt gesehen? Wäre irgendwie nicht so toll. Ja, 2 Stunden gebraucht, um mich zu positionieren, und dann kommt er und dran weg. Ah! Jetzt haben sie mich gesehen. Ah, guck mal, da ist die Larfuchsfiele. Ist eigentlich gar keine so schlechte Position. Wartet mal. Mal schauen, ob wir ihn anlocken können. Das kann jetzt allerdings eine Weile dauern. Bis dahin können wir mal gucken, was unser kleinen Häschen machen. Nein. Jetzt habe ich dich. Wow, hat geklappt. Der andere ist allerdings erstmal geflüchtet, dass er mich hier auf der Entfernung nicht gesehen hat. Das war ein Ding. Glück im Unglück. Da kommt doch schon ein Polarfuchs. Ich fasse es ja nicht. Ja, da kommt er. Schön sichten, schön sichten, schön sichten, schön sichten. Ein männliches Tier. Sehr schön. Schaut euch das mal an, wie muffig der ist. Ich glaube, ich werde jetzt schießen. Ja, sehr schön. Das war ein hervorragender... Oh, habe ich den voll im Auge getroffen? Au. Au. Au! Au!
sagen Tschüss. Tschüss. Okay. Na, annehmen, annehmen, annehmen. Sehr gut. Jetzt haben wir es nach dem Polarfuchs. Natürlich schön gemächlich. Wir wollen ja nichts überstürzen. Schauen wir mal. Ha, von dem werden wir auch einen Trophy Shot machen müssen. Der hat bestimmt einen tollen Score. Scheiß Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Das wäre nämlich so ziemlich kontraproduktiv, wie immer. Dann schauen wir mal. Hallo Fuxi, 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 Fuxi. Schöne Tiere. So, was haben wir da? Körper, Schulterblatt, rechte Lunge, Eingeweide. Ich weiß nicht, wie groß der jetzt ist mit 11,5. Weiß ich jetzt nicht, aber mal weiß man. Trophy-Shirt, klein. Ah, ich habe schon eine perfekte Idee. So, beide in die Kamera. Wunderschön. Noch eine schöne Landschaft im Hintergrund. Und das Schiff sogar. Hier hinten, das Schiff meine ich. Das muss so irgendwie auf Grund gelaufen sein. Da fehlen ein paar Stücke, aber wahrscheinlich schon so ein paar Schrotthändler, die sich dachten, Schrott umsonst. Haben dann sowas mitgehen lassen. Das wäre noch ein Schiff. Tatsache. Wow. Interessant. Schön wäre es natürlich noch, wenn es dazu Geschichten geben würde, zu dem Dörfchen hier, zu dem Schiffchen, zu dem anderen Schiffchen, was da passiert ist, und wie so eine Art Logbuch oder so. Das wäre interessant. Na gut, aber ich glaube, das würde so ein bisschen das Ziel des Spiels verfehlen. Ja. Das wäre dann so ein bisschen kontraproduktiv. Gut, gut. Was haben wir bisher geschossen? Ich, wenn ich mich richtig entsinne, zweimal Schneeschuhhase, zweimal Polarfuchs. Also es läuft gerade wie am Schnürchen. In das Dorf, ich weiß nicht, gehe ich da schon rein? Zeit für eine Benutzerumfrage. Zeit für eine Zuschauerumfrage. Wollen wir da reingehen? Ja, wir gehen da rein. So stehe ich mal auf. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da keine Schneeschuhhasen oder ähnliches treffen werde. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Ui, hier ist aber eingeschneit. Interessant. Was macht dieses Dörfchen hier? Das ist Kusataka Hafen. Kusatka. Kusatka. Das war mal ein Hafen, so wie es aussieht. Aber er scheint schon etwas länger verlassen zu sein, wenn ich das so richtig sehe, ja. Okay. Ja, schwarze Fensterscheiben, das hätte es ein bisschen besser machen können. Da könnte man rein. Und da kann man auf jeden Fall reingucken. Ja, okay. Die wollen halt nicht, dass wir hier rumkrauchen, scheinbar. Wirklich schön. Komm ich hier hoch? Tatsache, ich komme hier hoch. Ehemaliger Hafen. Kann ich hier runterfallen? Tatsache. Also, lebensgefährlich hier. Hier kann man auch mal runterfallen, denn einfach so sterben. Was ist wohl hier vorgefallen, dass hier keine Schiffe mehr kommen? Ja, okay. Hat sich erledigt, wollte ich gerade fragen. Warum hier keine Schiffe mehr kommen, aber ja, die liegen ja alle auf Grund.
Das muss eine alte Lagerhalle gewesen sein. Erst noch ein Familienhäuschen, noch mehr Lagerhallen. Nett, nett. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich bin aber auch in der Region hier oben noch nie gewesen. Von daher kann es mir auch gar nicht aufgefallen sein. Schön, schön. Ich glaube, den Ort muss ich jetzt nicht weiter beleuchten. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Ist ja auch nur eine kleine Ortschaft. Ein kleiner Hafen. Ist ja nicht mal eine Ortschaft. Ah gut, hier gibt es ja auch weit und breit keine Zivilisation. Deswegen macht es schon Sinn, dass der Hafen hier ausgestorben ist. Ich meine, was will man denn mit einem Hafen, wenn keine Verbraucher da sind? Waren anfahren, Waren abtransportieren, aber das Einzige, was man hier abtransportieren kann, ist Schnee. Und das wird nicht klappen. Obwohl, Kühlräume. Genau, wahrscheinlich war das ein Hafen für Schnee. Da wurde dann Schnee geliefert an solche Wintersportvereine, um Biathlon abzuhalten. So was. Der Schnee kommt ja nicht ganz alleine dahin. Und da hat man denn diesen Hafen für gebraucht. So, das ist die einzige logische Erklärung, die ich daraus schließen kann. Gut, nach unserem kleinen Spaziergang und auf, denke ich mal, mache ich hier wieder einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder.